Pienza 47. Silvio Caruso's family home is right across the square. The bioengineer suffers from acute travel phobia, so the Ether Corporation has installed a state-of-the-art field laboratory somewhere below ground. Expect security levels to rise as you get closer to the virus. Good luck, 47. So. Hallo Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hitman. Ich muss mich kurz kratzen, deswegen diese kurze Künstlerpause. Wir haben hier, glaube ich, auch wieder zwei Ziele, ganz genau ein Kerl und eine Frau. Ich habe mir in der Nähe, ganz in der Nähe, glaube ich zumindest, ein Scharfschützengewehr versteckt. Vielleicht kommt es ja zum Einsatz, wir haben ja eine Gelegenheit. So, Gelegenheit. Today is the anniversary of Isabella Caruso's death. Silvio Caruso will be visiting her grave and has ordered a fresh bouquet of flowers. His visit would be a good time to catch him alone. That is, provided the flowers ever arrive. Okay. Verfolgen. Das machen wir doch. Ist halt bloß die Frage, müssen wir entlang? Ich kann ja hier jetzt mit keinem so quatschen. Moment. Gelegenheiten. Ach so, scheiße. Ich bin ein Idiot. Ich gehe auf nicht mehr verfolgen, wisst ihr? Weil ich dachte, dann da stand verfolgen, dachte ich, dass es jetzt verfolgen tut. Aber nee, es wird ja automatisch gleich so gemacht, ich Idiot. So. Ist wirklich schön hier, muss man sagen. So, was haben wir denn hier? Ray has hired a new kitchen hand by recommendation, and the two have yet to meet. Could be a convenient way to infiltrate the mansion. FYI, according to our research, Chef Marcello has been trying to replicate Isabella Caruso's famous home cooking, but Silvio Caruso is not impressed. I suggest you give him a helping hand. Könnte man machen, aber das will ich nicht, denn ich möchte ganz gerne. Der Todestag. Ich möchte Absolution. Das möchte ich bitte. So. Wo muss ich denn da jetzt? Hä? Willst du mich verarschen? Ach so, verkleiden sie sich als Bote. Ich bin aber auch ein Idiot heute gerade. Heute gerade? Alles klar. Wir schauen einfach mal. Mal gucken auch, wie viele wir dieses Mal töten müssen. Hier sind so viele Leute, die das alles sehen könnten. Kann ich den zufällig hier doch runterschmeißen? Scheiß drauf. So, Blumenstrauß nehmen. Na, da machen wir noch ganz geschickt. So, das hat keiner gesehen. Na, 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 na. So, darf ich jetzt hier das Anwesen betreten?
Könnte ich, dürfte ich, ja. Allerdings ist jetzt das Problem, ich darf das nicht mit Waffe machen. Ich würde gerne versuchen, es einfach mal ohne Waffe zu machen. Allerdings, ja, wartet mal. Ich speichere mal hier ganz schnell an dieser Stelle. Ich habe sowieso noch nicht gespeichert für diese Mission. Deswegen schauen wir einfach mal. Jetzt lass mich mal filzen mit Pistole. Und wenn es nicht klappt, ne, dann muss ich halt nochmal neu speichern. Neu laden. Komm, filz mich mal. Okay, gut, das war nichts, das war nichts. War also klar, dass sie die Pistole finden. Ich meine, der kann die ja schlecht im Schuh verstecken. Weil wäre eigentlich geil, so eine übelste Mini-Knarre im Schuh zu verstecken. Ich meine, Schuhe werden ja nicht gefilzt. Ich meine, normalerweise wird das ja mitgekriegt. Ja. Okay, wartet mal. Die Pistole muss ja dann auch in der Hinsicht nicht gleich jeder finden. Okay. Okay, hier los, komm. Schmeiß mal weg. So, und jetzt haben wir den blauen Schuss. Den Strauß Blumen. Ja, mal gucken. Vielleicht wird's hier was. Hallo. Ich würde mich gerne filzen lassen. Nochmal. Okay, also da war mein Gedanke in der ersten Mission doch richtig. Ich kann mich nicht mit unserer Pistole oder allgemein mit irgendeiner Waffe in der Hinsicht filzen lassen. Ist halt blöd. Ist halt echt blöd. So, warte. Bin ich jetzt noch in der richtigen Mission? Option. Nein, 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 nein. Das wollte ich gar nicht. F1 war das hier. Gelegenheiten. Tue ich hier noch das von dem Blumenstrauß verfolgen? Bei Kerzenschein. Na, 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 na. Ja, tue ich noch verfolgen. Sehr schön. Okay, ich muss jetzt mit dem Butler reden. So. Folgen Sie dem Butler zu Isabella Carusos Grab. Okay. Jetzt ruckelt's wieder. Also das Spiel ist manchmal ist echt von der Performance her gruselig. Also PC-Version ist echt, weiß nicht, ob andere Versionen auf den Konsolen besser sind, aber das hier ist echt grausam. Butler verkleiden. Okay, da ist unser Ziel. Das ist schon mal ganz gut. It's good to know. So, down the stairs Fuck. near the cliff. You can't miss it. I will inform Senor Caruso. He will be pleased, no doubt. Kommt er jetzt näher? Noch nicht. This should keep Caruso distracted for a while. So, mal ganz schnell hier verstecken.
Kommt der jetzt hier? Ja. Da sieht man es auf der Minimap. Der kommt her. Langsam, aber er kommt her. Natürlich kommt er nicht alleine. Ich kann das leider gerade nicht so richtig hören. Ich hoffe ja, dass der mit denen meckert. Dass die sich verpissen sollen. Vielleicht hätte ich mich auch einfach hinter dem Grabstein verstecken sollen. Okay, die hauen ab. Moment, das machen wir klassisch. Das machen wir klassisch. Sehr schön. Hat doch spitze Fun. What? Willst du mich verarschen? Hallo. Scheiße, sind die auf der Suche nach mir hier oder was? Okay, ich muss jetzt hier auf jeden Fall einen Weg finden, mich nochmal zu verkleiden. Oder irgendwie unbemerkt nach oben zu kommen. Hier ist schon mal eine Treppe. Okay, die sind auf der Suche nach mir. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Aber wir können ja schon mal speichern. Oh Gott. Okay, das mit der Leiche nervt mich jetzt natürlich doch ein bisschen. Oh, Alter. Okay, hier ist das Betreten unbefugt. Scheiße. Doppelt scheiße. Buh. Das war so nicht geplant. Das war so nicht geplant. Okay, wir müssen neu laden. Aber ist gar nicht so schlimm. Denn ich würde jetzt den Part sowieso beenden. 30 Minuten haben wir wieder geschafft. Wir haben das erste Ziel eliminiert. Ich hoffe dennoch, es hat euch jetzt gefallen. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und wir werden an dieser Stelle hier weiterspielen. Ich hoffe nur, das klappt so, wie ich mir das vorstelle. Okay, da kommt er jetzt. Gut. Na, wobei, das machen wir noch. Müssen uns ja sowieso hier irgendwie reinschleichen. So, das haben wir jetzt gemacht hier. Sehr schön, sehr gut. Und ja, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.